Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein aufgebraucht und plattgemacht Video von den Produkten aus Februar. Es ist ein kurzer Monat, aber es ist doch relativ viel leer gegangen. Und wenn du Bock drauf hast, zu erfahren, was ich aufgebraucht habe und was mir tatsächlich daran gefallen oder nicht gefallen hat, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das Ganze immer so in Kategorien unterteilt, weil ihr seht ja die Länge des Videos. Ich rede ja auch immer relativ ausführlich über die Produkte, um halt die fundierteste Review geben zu können, die man halt so erhalten kann. Denn ich habe das Produkt dann ja von Anfang bis Ende verwendet. Die Produkte, wo ich irgendwie am Anfang oder mittendrin oder wann auch immer gedacht habe, puh, nee, auf gar keinen Fall, die landen in meinen Aussortiert- und Flop-Videos. Das ist nochmal ein separates Video, weil ansonsten würde dieses Video noch länger werden. Genau, natürlich hauptsächlich Pflege, aber einiges an dekorativer Kosmetik ist leer gegangen und ich habe hier Timestamps reingepackt, genau. Ich gehe das Ganze durch von Kopf bis Fuß und starte einfach dann natürlich mal bei meinen Haaren. Ja, da habe ich die Kooperation mit Pomelo & Co. und habe da ja im Ende November war das, die Produkte zugeschickt bekommen, ne? Und habe jetzt mittlerweile sogar schon ein neues Paket bekommen. Da müsste das Video auch schon zu online sein, sowohl zu meiner Abendroutine als auch zu dem Haul mit den PR-Boxen, Unboxing-Geschichten. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Cosmic Cleanse Color Lock Shampoo leer gemacht. Das ist dieses hier. Und ohne Witz, es hat mir 2 Monate gehalten. Und das bei meiner Haarlänge, die sind nicht kurz, ne? Und bei jeden Abend Haare waschen, also fast jeden. Manchmal verdrümmel ich das, wenn ich dann einfach mal zu müde bin oder so, ne? Aber jeden Abend, ich finde das krass. Ich brauche da nicht viel von, das ist super ergiebig. Ich muss mir das halt nur so in den Ansatz reingeben, ne? Dann massiere ich mir das schön ein und dann spüle ich mir das aus und es macht wirklich was ganz, ganz Tolles mit meinen Haaren. Ich glaube, im Januar habe ich euch auch den dazugehörigen Conditioner gezeigt. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und obwohl es eigentlich eher dafür da ist, um halt die Haarfarbe zu erhalten, ne? Also quasi gefärbte Haare, und ich habe ja keine blondierten Haare, sondern das sind meine natürlich blonden Haare, war das bei mir klasse. Das ist auch noch Heat Protection. Das wird dann im Sommer eine ganz interessante Kiste für mich werden. Also ich kann euch das mega empfehlen. Ich habe bei Pomelo & Co. auch einen Code. Das ist Claudis Welt, damit spart ihr ordentlich. Das sind 50%, meine ich, ne? Und genau, da könnt ihr dann auch nochmal on top super krass sparen, wenn ihr euch ein Set zusammenstellt, sodass die Produkte dann gar nicht mehr so super teuer sind, wie sie anfangs im Online-Shop erscheinen. Und ich kann euch da immer nur ans Herz legen, euch auch wirklich dann so da zurecht zu shoppen, am besten dann auch mit Freundinnen oder so zusammentun, ne? Dass man eine große Bestellung abgibt, um da dann auch richtig derbe sparen zu können. Dann zahlst du für so ein Shampoo 15 Euro grob. Und ich finde, das geht wirklich klar, wenn man bedenkt, dass man das Ding halt 2 Monate in Anwendung hat, es sei denn, ihr wascht euch vielleicht sogar noch seltener als ich die Haare, dann hast du ja noch viel, viel länger was davon, dann lohnt sich das wirklich. Und was ich halt auch gemerkt habe, dass die Produkte von Pomelo & Co. halt super verträglich für mich sind. Deswegen mega Empfehlung von meiner Seite und vielen, vielen Dank an Pomelo & Co., dass ihr mich quasi zu der Kooperation letztes Jahr überredet habt, ne? Ich habe erst nämlich gesagt, nee, an meine Haare lasse ich eigentlich keinen dran, da bin ich ein bisschen fies vor. Aber ja, echt gut, wirklich gut, empfehlenswert und wie gesagt, schaut euch da auch gerne das Komplettset mal an, ne? Das spart ihr nämlich dadurch, dass ihr das als Set bestellt, auch nochmal on top. Ich habe das die Haarkur davon, ich habe das Leave-In-Fee davon und halt dann auch den Conditioner davon. Mega. So, weiter geht die wilde Reise. Da habe ich in einem Adventskalender drin gehabt von Mermaid & Me das Raw Coconut Conditioner Produkt. Ihr seht, ne, super schnell leer geworden tatsächlich. Innerhalb von 1 Monat habe ich den Conditioner leer gekriegt, weil der zum einen nicht so ergiebig war, zum anderen mochte ich den auch nicht so gerne. Der hat meine Haare nicht so schön gepflegt wie der von Pomelo & Co. Aber ich habe ihn halt aufgebraucht. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Kokos-Fan. Ich habe mir dann immer eingebildet, wenn ich den reingemacht habe, dass es Vanille ist, ne? Mir persönlich hat der nicht so gut gefallen. Also ich habe hier auch drauf geschrieben, dass der Kokosduft nur ein bisschen da ist, dass es eher vanillig riecht, was ich ja schon gesagt habe, ne? Das fand ich wichtig, weil nicht jeder mag Kokosduft, so wie ich. Ja, würde ich mir das nachkaufen? Nie, weil es tatsächlich für mich nicht so die Pflege gegeben hat, die ich für meine Haare gebraucht hätte. Dann habe ich noch etwas, ja jetzt nicht aufgebraucht, das habe ich jetzt neu gekauft und in Anwendung genommen. Habe ich euch letztens erst in einem Haul von erzählt und jetzt möchte ich euch einfach mal die Verpackung zeigen. Das ist ein Vieh von For Your Beauty, ein Haarbürstenreiniger. Das ist so eine Kralle und damit kann man durch die Haarbürste durchgehen. Also es ist ja nicht so, als hätte ich meine Haarbürste nicht irgendwie ab und an auch mal gewaschen oder so, ne? Weil die sind ja, diese Tangle Teaser oder was auch immer, Wet Brushes, die sind ja alle auch so, dass man die abwaschen kann.
Aber ich habe da so viel Staub rausgekriegt aus meiner Haarbürste. Da habe ich auch gedacht, sag mal, was ist hier los? Ne? Ich meine, gut, ja, lange Haare, da sammelt sich viel Viehkram drin. Und, ne? Aber das alles in der Bürste? Fand ich dann auch irgendwie ein bisschen eklig. Aber gut, kann ich euch empfehlen, so ein Ding mal zu holen. Weil das ist auf jeden Fall, ja, die ein paar Euro, die es kostet, definitiv wert. Und es gibt ein tolles Gefühl tatsächlich, wenn man sich dann mit einer halbwegs sauberen Haarbürste bürstet. Ja, ich habe jetzt hier tatsächlich meinen Kaffee in Marions Engelbecher und ich habe dann Sträume reingepackt, weil ich habe mir gerade so einen krassen Lippenstift drauf gemacht, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn ich die Autumn Eye Eyeshadow Palette nehme und hier Neonaugen habe, dann möchte ich auch krasse Lippen haben. Ne? Heute ist Orkan bei uns, da muss ich mal ein bisschen Buntheit in mein Leben bringen. Und das nicht nur durch meine Fingernägel. Okay, wir sind fertig mit den Haaren und gehen jetzt weiter zum Gesicht. Also da bin ich ja ein absoluter Fan von diesem Double Cleansing. Ne? Das heißt, ich verwende erst einen Abschminkbalsam, um halt schon mal das Make-up so grob runterzunehmen und meine Wimpern halt auch abzuschminken und gehe dann nachher nochmal mit einem Schaum drüber. Ich habe beides leer gemacht. Ich teste mich ja auch weiter durch andere Produkte und nicht nur durch die Produkte von meinen Kooperationspartnern. Deswegen habe ich jetzt hier von Emma Hardy mal den Moringa Cleansing Balm ausgetestet. Das ist dieser hier. Der war ganz okay. Der hatte eine ganz interessante Konsistenz, der war weicher, gut weiche Konsistenz, habe ich hier auch drauf geschrieben, als die, die ich normalerweise kenne, weil normalerweise hast du ja diese Abschminkbalsame, die auch recht fest sind, ne? Weil du hast ja so dieses Kokosöl drin und das wird ja bei Raumtemperatur oder bei nicht ganz so warm, ja, hart, ne? Und ist dann halt wirklich, wenn es warm wird dann, oder wenn man das mit den Händen so verreibt, dann wird das Kokosöl ja richtig flüssig. Und hier scheint dann relativ wenig Kokosöl drin zu sein, ne? Genau, also den fand ich wirklich gut, fand ich in Ordnung, würde aber nach wie vor den von Yepoda bevorzugen, aber wenn ich den jetzt irgendwo in der Box oder in einem Adventskalender drin habe, würde ich den auch verwenden. Ja, mochte ich auch vom Duft her, glaube ich, ganz gerne. Ja, kann man wohl mal machen. Dann habe ich von Glossybox Skincare den Gentle Foaming Cleanser aufgebraucht. Den fand ich von der Reinigung an und für sich ganz gut. Also ich fand den Schaum, der da rauskam, war schön. Ja, habe ich dann ja auf mein angefeuchtetes Gesicht und dann halt wirklich das Öl runtergewaschen und alles runtergewaschen, was dann auch sonst auf meinem Gesicht drauf war. Und ja, mochte ich eigentlich ganz gerne leiden, aber der hat gestunken. Ich weiß nicht, ob da vielleicht keine Parfümstoffe oder sowas drin sind. Das kann sehr gut sein. Dann kann das halt passieren, ne? Aber ansonsten hat mein Gesicht das sehr gut vertragen. Das soll ja auch die Haut so beruhigen und befeuchten und so, weil du hast es oft nach der Gesichtsreinigung, dass die Haut sich ja anfühlt, gerade wenn man so trockene, sensible Haut hat, wie ich, reden. Ne, als würde sie wie ein Schwamm sein, der ausgetrocknet ist und das hat sie danach halt nicht. Also ich fand das gut, ne? Kann ich auf jeden Fall empfehlen, fand ich in Ordnung. Gibt es auch bei Glossybox zu kaufen und ich weiß gar nicht, Abonnenten kriegen ja meistens diese Glossybox Skincare Produkte auch ein bisschen günstiger, ne? Und die hatten auch mal vor kurzem so eine Box gehabt, wo diese ganzen Glossybox Skincare Geschichten als Limited Edition drin waren. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich euch das sogar verlinken. Dann habe ich ein paar Toner leer gemacht. Ich liebe Toner. Toner sind so wichtig. Seitdem ich Toner in mein Leben integriert habe, ist alles irgendwie schöner. Seitdem... keine Ahnung, funktionieren meine Hautpflegegeschichten besser an meinem Gesicht, weil meine Haut nach der Reinigung einfach so ein Stück weit darauf vorbereitet wird, so, es kommt gleich Pflege, sei ganz entspannt, also die beruhigen halt, die, ja, tatütata, es ist Orkan hier bei uns, herzlichen Glückwunsch, ne? Auf jeden Fall bin ich ein absoluter Toner-Fan, kann man nicht anders sagen, deswegen jeden Morgen und jeden Abend verwende ich Toner. Und da habe ich jetzt hier von Isntree einen leer gemacht, den habe ich relativ lange in Anwendung gehabt, muss ich sagen. Den Hyaluronic Acid Toner Plus, den fand ich eigentlich ganz cool, da ist unten auch noch ein bisschen was drin, das hat sich so an den Rändern gesammelt und ist dann mal runtergelaufen. Der war recht dickflüssig, das heißt, da war das dann ein bisschen schwierig, das war halt für den Winter dann ganz gut, ne? Weil da kann ich gerne und möchte ich auch gerne schwere Pflege verwenden, aber im Sommer war das nichts für mich, da war der mir zu schwer tatsächlich. Ich mag das lieber, wenn Toner ein bisschen dünnflüssiger sind, so. Und genau, ja. Also Isntree ist eine wundervolle Marke, die sehr hautverträglich ist, sehr hautfreundlich, ne? Die ich euch auch empfehlen kann. Kriegst du bei Yesdai, kriegst du bei Purish, kriegst du bei vielen verschiedenen Anbietern mittlerweile auch gut zu kaufen. Und ja, genau, der ist sehr ergiebig, ne? Der hält dir auch sehr lange. Dann habe ich einen von Pyeongchang Yul aufgebraucht. Ich weiß nicht, den gibt es auch bei Purish und bei Yesdai. Bei beiden Online-Shops habe ich auch einen Code. Yesdai verschickt halt aus, was ist das, Korea, Hongkong, ne? Ziemlich weit weg. Und Purish ist halt wirklich vor Ort.
Also das ist in Berlin gar nicht so weit weg. So, und da habe ich den Essence Toner aufgebraucht. Der ist auch dickflüssig gewesen, angenehm und beruhigend habe ich mir auch aufgeschrieben. Den mochte ich auch ganz gerne leiden. Den fand ich tatsächlich sogar noch angenehmer als den von Isntree. Ist aber, glaube ich, auch eine ganze Ecke teurer. Genau, aber da schwärmte ja immer die Jenny's Highlights von und deswegen hatte ich mir mal so ein Probierset auch nachbestellt, einfach mal so, ne, zum Gucken. Und da muss ich sagen, hat sie auf jeden Fall recht gehabt, das hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier ein Produkt von Beauty Mates aufgebraucht. Mit Beauty Mates arbeite ich ja sehr intensiv zusammen, was die Hautpflege angeht. Da habe ich ja auch meine Hautcreme, die Hyaluron Cream Lift mit Moringaöl, Mangobutter, Ziza und Ceramiden, kann ich euch mega empfehlen. Das ist eine ganz tolle Marke, die halt Wirkstoffkosmetik herstellt. Ne? Und die sitzen in München, also auch in Deutschland und ist ein relativ, ja, weiß nicht, 2 Jahre oder wie lange gibt es die jetzt auf dem Markt? Relativ noch Startup, würde ich sagen. Und relativ von Anfang an arbeite ich ja mit denen zusammen und muss wirklich sagen, dass meine trockene, sensible Haut die Produkte sehr, sehr gut verträgt. Ich habe da verschiedenste Produkte, die ich super gerne aus deren Sortiment mag. Immer mal wieder im Aufgebraucht-Video mache ich auch ein Produkt leer, mindestens. Also eigentlich jedes Mal habe ich ein leeres Produkt von Beauty Mates mit dabei. Und da habe ich auch einen Code mit Claudi30, bekommst du da 30% Rabatt. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, daran verdiene ich auch eine kleine Provision. Ich kann euch die Produkte aber wirklich empfehlen. Und falls ihr nicht wisst, worauf ihr so Bock habt, dann hier könnt ihr, genau, bei dieser KI-Hautanalyse könnt ihr ein Foto machen in einem relativ guten Licht. Ne? Am besten auch nicht mit der Kamera, die euch weich zeichnet, sondern die andere Kamera, ne? Die böse. Und dann sagt euch diese künstliche Intelligenz, welches Produkt für eure Haut geeignet wäre. Und das finde ich ziemlich cool. Die Booster sind 3-mal so hoch konzentriert wie ein reguläres Serum und halten dementsprechend auch länger. Ich verwende die gerne sowohl als Layering-Gedönsen, das heißt, dass ich die dann übereinander schichte und dann auch die Hautpflege darüber schichte, als auch, dass ich diese Mix-and-Match-Geschichte mache. Das heißt, ich gebe mir ein bisschen was von meiner Gesichtscreme. Das muss nicht unbedingt die von Beauty Mate sein. Die funktionieren mit allen anderen Cremes auch tatsächlich super gut zusammen. Mache das dann in meiner Handinnenfläche und dann mache ich mir von jedem Booster, den ich gerade so geil finde, einen Drop in meine Handinnenfläche, was meine Haut gerade so braucht. Ich bin müde, alles klar, Koffein-Wake-Up-Booster, mache ich ein Tröpfchen rein. Ich habe Falten, alles klar, Falten-Control-Booster. Ja, ein paar Pickel habe ich auch, alles klar, noch ein Tropfen vom Anti-Pickel-Booster. Aber mehr als 3 Booster würde ich jetzt nicht unbedingt dann in einer Pflegegeschichte mit reinpacken. Dann kann man das halt, ne, in der Handinnenfläche vermischen und dann aufs Gesicht auftragen. Funktioniert bei mir wirklich 1A. Auch da kann ich euch empfehlen, dass ihr halt diese, zum einen meinen Code verwendet, klar, das ist halt auch Rabatt für euch, ne? Und zum anderen, dass ihr euch da auch die Sets zusammenstellt, weil da ist auch dieses Prinzip, je mehr du dir in den Warenkorb reinpackst, je mehr du quasi in diesem Set-Konfigurator dir zusammenstellst oder zusammenstellen lässt, desto günstiger werden die einzelnen Produkte auch. Und das finde ich auch ganz gut so. Jo, dann wird man nämlich so ein bisschen dafür belohnt, wenn man da auch sich ein bisschen umschaut. Auf jeden Fall, meine Herren, ich kann viel reden, ich weiß, es tut mir leid, habe ich hier den Koffein Wake Up Booster leer gemacht mit Koffein und Kupferkomplex, den finde ich einfach super. Das ist ja, ja in so einer Pipettenflasche, ne? Das ist eine Glasflasche, da machst du dir halt, wie gesagt, 1 bis 3 Tropfen in deine reguläre Gesichtspflege rein, habe ich morgens verwendet. Kann man auch super verwenden unter den Augen, ne? Oder um die Augen drumherum, wenn man einfach wacher aussehen möchte. Und ja. Das ist wirklich ein Booster, den ich persönlich richtig, richtig geil finde und euch mega empfehlen kann, wenn man einfach so diesen frische Kick am Morgen haben möchte. Und ich habe euch nochmal alles in die Infobox gesetzt, weil, ne, ich rede ein bisschen viel. Wie gesagt, mit Claudi 30, Mensch, reden, spart ihr auch nochmal 30%. So, ist kein Plastikmüll, deswegen kommt er an die Seite. Und ja, ne, also ich persönlich, wie gesagt, mag Beauty Mates sehr gerne. Mm. Sonst würde ich da auch nicht jeden Tag mir was von ins Gesicht schmieren. Ist klar. Und super liebe Leute arbeiten da. Das muss man auch wirklich sagen. Dann habe ich hier noch ein Produkt leer gemacht und das ist ein Serum. Das habe ich hier von Yepoda zugeschickt bekommen. Auch Yepoda ist eine Firma, mit denen ich im Bereich Hautpflege zusammenarbeite. Da aber eigentlich vor allem im Bereich der Gesichtsmasken und Make-up-Entfernung. Die haben aber auch noch weitere Produkte bei sich mit drin, wo ich gesagt habe, komm, das eine oder andere wollte ich jetzt auch mal ein bisschen ausprobieren. Hier haben wir auch noch das alte Design und das ist The Glow Hero mit Baku. Chiol, ein Ölserum, und ich persönlich würde euch das empfehlen, hauptsächlich im Winter zu verwenden, weil es halt eher ölig ist. Die haben auch noch andere Serien mit dabei, den Purify Hero und den Repair Hero, glaube ich, ne, und Glow, genau. Und der Repair Hero ist ja dieses mit, ich glaube, Niacinamid müsste da drin sein, das ist auch der Renner, das ist nicht so
ölig. Das ist dann halt auch wirklich für die Frühlings- und Sommerhaut sehr gut geeignet. Aber The Glow Hero fand ich ganz schön jetzt halt für Winterzeit. Habe ich aber abends verwendet, weil Bakuchiol ist ja irgendwie auch so eine Alternative zu Retinol. Und dementsprechend habe ich das auch etwas vorsichtiger angewendet. Wenn man das unbedingt morgens anwenden möchte, muss man definitiv einen schönen Lichtschutzfaktor drüber geben über die reguläre Hautpflege, ne? Weil die Haut natürlich dadurch dann mehr Angriffsfläche bietet, ja, weil sie ja auch quasi ganz leicht, ich weiß nicht genau, wie Retinol im Gesicht funktioniert, da bin ich halt nicht so firm drin. Ich weiß halt nur, nach Retinol immer schön Lichtschutzfaktor und da Bakuchiol irgendwas mit Retinol zu tun hat, denke ich das da auch immer. Genau. Ich persönlich mag die auch sehr, sehr gerne, die Produkte von Yepoda, weil das ist ja auch diese K-Beauty-Geschichte und die Koreanerinnen sehen ja immer wunderschön aus. So eine Haut hätte ich ja mal ganz gerne, ne? Aber da hätte ich wahrscheinlich 15 Jahre vorher anfangen müssen, meine Haut zu pflegen. Und jo. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich persönlich bin aber vor allem Fan von deren Calm Balm und Bubble Double und Abschminkprodukte und Cetox-Maske und so. Das ist mehr so meins, ne, bei denen aus dem Sortiment. Aber wenn ihr halt auch wirklich Hautpflege euch anschauen möchtet aus dem K-Beauty-Bereich, aber made in Germany, Yepoda. So, einen habe ich noch zur Gesichtspflege und das war, ich glaube, in meiner Blessing-Box mal mit drin gewesen oder in einem Adventskalender von Garancia L'Arme de Fantôme. Das ist so ein Augenroller gewesen. Ich fand den nicht gut. Also ich fand den wirklich doof. Keine Pflege, doofer Roller habe ich hinten auch drauf geschrieben. Habe ich den Roller, ja, den Roller habe ich abgemacht, weil da also kam entweder zu viel oder gar kein Produkt raus. Das war ganz, ganz blöd. Und dann habe ich ja von Jungglück diesen Adventskalender gehabt, wo ich auch diesen ganz langen Spatel mit bei habe, ne? Weil die ja auch diese Gläschen im Adventskalender drin hatten. Und da bin ich dann immer hier reingefusselt und das ist mir so hart auf die Nerven gegangen. Vor allem, weil das Ding ja auch nicht so wirklich die Pflege hatte, ne? Also das kann ich jetzt so nicht empfehlen. Ist nicht so ganz meine Welt, aber ich habe es halt aufgebraucht, weil waren ja auch nur ein paar Milliliter quasi von drin. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach sie jetzt mal, ne? Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt und der ist, ja, groß wie immer, Masken, Ampullen, so ein Kram. Ja, ich würde jetzt einfach mal starten mit den Augenmasken. Ich persönlich mag es am allerliebsten, wenn Augenmasken in so Pöttchen drin sind. Finde ich persönlich am, ja, coolsten, weil du halt da weniger Verpackungsmüll mit hast. Du hast hier auch super viel Platz gespart, weil hier sind ja 30 Paar drin, also 60 Stück. Das heißt, man müsste sich dann von diesen Verpackungen von, keine Ahnung, ne, von diesen einzelnen verpackten Augenpatches, wo wir gleich noch zukommen, einfach mal 30 Verpackungen vorstellen. Das ist dann das hier. Finde ich einfach platzsparender. Das ist jetzt von Petit Fee Black Pearl and Gold Hydrogel Eye Patches. Die waren irgendwo auch in einem Adventskalender mit drin oder ich habe mir die mal irgendwann irgendwo ausgesucht oder so. Fand ich gut. Also mir haben die gut gefallen. Kann ich euch auch empfehlen, die euch zu holen. Du hast hier meistens auch so ein Rausholvieh mit dabei. Genau, so einen kleinen Spatel. Den sieht man hier noch am Grund des Bodens. Und mir wurde auch empfohlen, dass wenn mir die Eye Patches zu trocken sind, dass ich das Ding so rumlagern soll, damit dann quasi die Feuchtigkeit auch an die oberen Eye Patches drankommt. Ist eine gute Idee auf jeden Fall gewesen. Das musste ich hier aber gar nicht machen, weil hier war so super viel Serum drin. Das war echt klasse. Da war das bis zum bitteren Ende sehr gut durchfeuchtet, ne? Klatsch. Und jetzt kommen wir mal zu den einzeln verpackten Sachen. Ja, da ist einiges mal wieder leer gegangen, denn ich versuche ja auch einiges für euch zu testen. Da habe ich zweimal leer gemacht von Dalton, die Hydrogel iPads, die habe ich letztens erst in den PR zugeschickt bekommen und dann direkt wieder gemacht, weil ich die so toll finde. Die rutschen dir nicht weg und so, also liebe, 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 liebe Denise, bitte gib weiter, dass die Leute bei Dalton das auch in einem Pöttchen machen, weil die sind geil. Das sind halt auch wirklich welche, die dafür prädestiniert werden, weil die halt wirklich auch aus Hydrogel sind und die kannst du 1A in so ein Pöttchen halt reinmachen, ne? Auf jeden Fall ist es halt eine ganz tolle Geschichte, die einfach sehr angenehm sind. Und das ist halt mit Panthenol und Hyaluronsäure. Ist gegen müde Augen, habe ich dann dementsprechend auch morgens verwendet. Und ich muss auch gestehen, es ist sehr, sehr cool. Ich habe heute Morgen auch welche verwendet. Gut, jetzt habe ich so viel Make-up drüber, da siehst du nicht mehr allzu viel von. Und wir haben es auch schon 16:30. Also von daher. Aber trotzdem, ich fand die klasse und ja, habe aktuell sogar einen Dalton-Code. Hey, mega cool. Deswegen habe ich auch einiges von Dalton hier, worüber ich euch was erzählen kann. Mit Beauty Claudi sparst du nämlich tatsächlich bis zum 27. Februar 20%. Mega geil. Auch das ist ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, darin verdiene ich eine kleine Provision. Win-win und so. Und jo, genau, 20% Rabatt. Es gibt nicht so häufig Dalton-Rabattcodes, also gönnt euch damit wirklich hart. Und viel Spaß beim Stöbern. Die haben tolle Produkte dort. Das ist halt diese Marine-Kosmetiks-Geschichte, ne? Aber da kommen wir gleich noch weiter zu.
Ich muss es sagen, das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben. Wir kommen aus dem Meer, dementsprechend ist es für unsere Haut halt wirklich sehr, sehr gut. Es ist durchdacht, es ist einfach eine geile Geschichte, die mir Freude bereitet. Du hast auch eine ganze Pflegeserie, die halt auch unparfümiert ist und so weiter. Und Cruelty-Free-Produkte und so, und das mag ich einfach gerne. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Firma, sehr warmherzige Leute arbeiten da. Da durfte ich auch schon einige von persönlich kennenlernen. Und deswegen, ich liebe Dalton-Produkte. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist so dieser Spa-Moment, den du dir nach Hause holst oder den du quasi verschenken kannst, wenn du jetzt zu Ostern oder zu einem Geburtstag oder sowas von Dalton verschenkst. Also da wirst du auf jeden Fall der Person, die es entgegennimmt, eine Riesenfreude machen. Und das sind halt auch Unisex-Produkte. Es gibt auch eine Männerpflegerei, habe ich jetzt letztens gesehen, ne? Aber ich glaube, Katrin von Katrins Welt hatte das gezeigt. Genau, so viel dazu. Weiter geht die wilde Reise bei Augenpads und da habe ich hier was von Klapp. Und zwar ist das ein Produkt, was ich von der lieben Nathalie Nordbeauty vor Monaten auch mal zugeschickt bekommen habe. Hydrogel Eye Patches, auch das sind so einzeln verpackte Viecher, ne? Und die finde ich richtig, richtig gut. Die haben auch so eine Fließgeschichte, also auch die kleben richtig an deiner Haut. Die pflegen richtig toll. Ich mag die gerne leiden, kann ich euch empfehlen. Von Haupt Cosmetics habe ich auch welche in der Purish Mystery Box drin gehabt. Bei Purish könnt ihr mit Claudies Welt 15% sparen. Auch das Affiliate-Lated, genau. Wow. Genau, ein Affiliate-Rabattcode. Die finde ich halt einfach klasse. Das ist auch ohne Rutschen und sowas mag ich einfach ganz, ganz gerne. Das sind die Haupt Cosmetics Eye Patches. Und ich bin auch bei Haupt Cosmetics relativ früh mit dabei gewesen, mit denen zusammenzuarbeiten und habe von denen das Pearl Shine Elixier damals auch zugeschickt bekommen, als die ganz neu auf den Markt gekommen sind. Und deswegen finde ich das einfach grandios, dass die auch bei Purish mit drin sind und mir da immer wieder über den Weg laufen. Ne? Sehr cool. Dann habe ich hier etwas leer gemacht und das, ich weiß gar nicht, ist die Sunnybox schon online? Ich glaube schon, oder? Ansonsten muss ich euch jetzt gerade ein bisschen was spoilern. Sunny Cosmetics bei René hat jetzt auch eine Sunny Skin Reihe rausgebracht. Das war jetzt in dieser Sunny Surprise Mystery Bla Box drin von Februar. Und da habe ich so ein Sachet von leer gemacht. Ja, waren gut, waren wirklich gut, sind auch nicht gerutscht und so. Aber sie haben mich an etwas erinnert, weil das ist so eine Umverpackung. Und wenn man diese Umverpackung öffnet, das ist so ein Zipbeutel, dann hast du da drin eine Verpackung. Also erstmal super viel Verpackungsmüll, ne? Diese hier. Und da sind halt diese goldenen Patches drin. Zum einen sieht das aus wie Juti, zum anderen erinnern die mich an welche, die ich vor Ewigkeiten mir auch mal bei Amazon bestellt habe, in so einem Megapack für total wenig Geld. Und Sunny bei René möchte halt ganz schön viel Geld für diese Augenpatches haben, also... Ja, ne? Weiß ich nicht. Ist euch das auch schon aufgefallen? Habt ihr die Patches auch schon mal ausprobiert und verwendet und euch das Gleiche gedacht? Also für mich war das so ein kleines Déjà-vu. Waren aber an und für sich tolle Eye-Patches, ne? Aber, naja, da würde ich persönlich die von Dalton bevorzugen und auch von Haupt Cosmetics oder halt die in Pöttchen drin. So, und jetzt blinkt mein Akku, den muss ich mal kurz wechseln und dann machen wir jetzt mit Ampullen weiter. Auch da ist tatsächlich einiges leer geworden. Ich habe das jetzt hier mal nach Marken sortiert und da habe ich zuallererst 4 Stück von Dalton. Dalton macht richtig gute Ampullen, das muss ich wirklich sagen. Und das sind so Sachen, die kann man sich als Spa-Moment geben. Ich verwende die halt am liebsten abends tatsächlich. Es gibt aber auch Ampullen, die ich eher morgens verwenden würde, wenn da so Glow oder sowas mit drin ist. Ne? Da habe ich zuallererst die hier von Dalton, die No Filter Needed. Das ist ein ganz, ganz leichtes Ergebnis. Das heißt, es ist eine Ampulle, die sich auch super dafür eignet, wenn du sie jetzt im Sommer verwenden würdest, ne? Das tun nämlich nicht alle. Das ist hier mit Algen, Alga Skin Food steht hier nämlich drauf. Es gibt auch komplette Sets von Dalton, schaut euch das auf jeden Fall mal an, dann ist das so ein bisschen durchgemixter, dass man sich da auch ein bisschen mehr durchprobieren kann durch die Produkte und dann entscheiden kann, welche einem selber vielleicht am besten gefällt. Meine persönliche Lieblingsampulle, das weiß ich schon, ist die Caviar Deluxe. Ich liebe sie. Genau, also No Filter Needed, auch eine ganz tolle Geschichte. Kannst du theoretisch auch als Make-up-Grundlage verwenden, weil sie halt so leicht ist, ne? Was du nicht als Make-up-Unterlage verwenden solltest, weil sie halt super ölig ist. Also das ist tatsächlich was für abends. Die Sleeping Beauty Ampulle, sehr ölig, top für den Winter, habe ich mir drauf geschrieben. Ich weiß noch, als ich die mal im Sommer verwendet habe und mir gedacht habe, wow, wie soll diese Ampulle jemals in mein Gesicht einziehen? Also ich gebe mir Ampullen tatsächlich auch Gesicht, Hals, Dekolleté meistens auf, ne? Und jetzt im Winter ist es aber so, dass meine trockene Haut sagt, meins, das ist so krass.
als ich die aufgetragen habe, musste ich echt lachen. Und ja, genau, Sleeping Beauty, mega geil, trockene Haut, Winter, Leute, gönnt euch die hart. Dann habe ich hier noch leer gemacht die Stressless Ampulle. Das ist sehr ölig und pflegt top die Winterhaut und das macht so ein seidiges Finish. Also die Stressless Alga Skin Food Geschichte. Ich persönlich würde wahrscheinlich eher die Sleeping Beauty bevorzugen, wenn ich mich halt wirklich im Winter für eine sehr ölige Ampulle entscheiden wollen würde. Aber das ist alles ja Präferenzgeschichte, ne? Fand ich aber, wie gesagt, auch sehr schön und hat mir gut gefallen. Und dann habe ich noch die Hyaluronic Urea gemacht. Das ist eine sehr ergiebige Geschichte. Oh je. Klebrig und beruhigt. Genau, habe ich mir hier drauf geschrieben. Auf so eine kleine Ampulle, sich so viele Notizen drauf zu schreiben, ist immer krass, Leute. Die mag ich eigentlich ganz gerne, wenn ich halt so einen No-Brainer brauche. Zu No-Brainern kommen wir gleich sowieso noch, aber ja, weil ich halt weiß, meine Haut mag Hyaluronsäure, weil gegen Falten und so, meine Haut mag gerne Urea, um meine Haut zu beruhigen, weil ich ja auch so eine Haut habe, die leicht zu Neurodermitis auch neigt, ne? Weil ich da auch einfach genetisch vorbelastet bin. Aber die Hyaluronic Urea Dalton Maske ist wirklich eine Empfehlungsgeschichte für etwas reifere und sehr sensible Haut, von meiner Warte aus. So, No-Brainer sind für mich definitiv anzuwenden, wenn ich zum Beispiel meine Periode habe. Und da hatte ich mal irgendwann zweimal hintereinander so riesen Sets von diesen MA-Samen Resveratrol-Ampullen bekommen und da bin ich immer noch dabei, die aufzubrauchen. Und ab und an verwende ich die halt auch noch, ne? Und die sind wirklich toll. Ich mag die gerne, ich kann euch die wirklich empfehlen. Ja, sowieso diese Resveratrol-Reihe, die finde ich total angenehm und mag ich auch gerne leiden. Der Duft ist nicht für jeden was, ne? Also das muss man wirklich bedenken. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne, weil er auch sehr schnell verfliegt. Das ist leicht alkoholisch halt auch, ne? Aber ich mag die. Ist für mich so, wenn meine Haut irgendwie gerade verlangt, irgendwas zu wollen, ich aber nicht genau identifizieren kann, was genau sie will, dann kriegt sie die. Dann habe ich hier, oder halt die Kaviar Deluxe von Dalton, ne? Dann habe ich hier von Dr. Grandel eine leer gemacht. Das ist die Winter Wellness. Die fand ich richtig gut. Ich habe mir hier gar nicht so aufgeschrieben. Bei trockener Haut im Winter, die war, da ist super viel drin, ne? Gesicht, Hals, Dekolleté. Wow, Gesicht, Hals, Dekolleté habe ich die drauf gemacht. 3 Milliliter. Das ist echt viel für eine Ampulle. Und die ist so weiß-milchig. Fand ich aber ganz geil, weil die schön gepflegt hat und die Haut beruhigt hat. Die mag ich wirklich. Also kann ich empfehlen. Dann habe ich von Douglas welche nachgekauft, wollte ich schon sagen, leer gemacht. Und zwar aus der Adventskalendergeschichte. Skin Focus Vitamin Radiance hat mir leider keinen Effekt auf der Haut gegeben. Das ist ein bisschen schade, ne? Und dann habe ich hier die Age Focus Gut Glättend, habe ich mir hier drauf geschrieben. Genau, die mochte ich auch ganz gerne. Ist so lila gewesen, wenn ich das jetzt noch so in den Resten auch richtig identifizieren kann. Genau, ist auch mal eine ganz nette Alternative, dass wenn man halt sich auch noch etwas günstigeren Sachen umschaut und wenn man dann in der Drogerie vorbeischauen möchte, habe ich hier von Isana welche aus den Adventskalendern. Da habe ich einmal die Express Lift Geschichte. Schäumt, brennt, glättet. Wow. Ja, also wenn man nicht möchte, dass etwas schäumt oder brennt, dann sollte man davon absehen. Ich habe halt sehr sensible Haut, deswegen hat es wahrscheinlich auch gebrannt. Glättet ist natürlich nett, ne? Aber ja. Und dann habe ich hier die Hyaluron-Booster-Ampulle von Isana aufgebraucht. Das hat ein leichtes Jucken verursacht, ist aber okay. Das hat man manchmal, dass wenn man Hautpflege anwendet, dass man irgendwie ein leichtes Brennen kurz verspürt oder ein leichtes Jucken oder sowas, dann ist es meistens, dass die Wirkstoffe halt sich so entfalten. Genau. Ja, also Isana-Ampullen sind jetzt nicht unbedingt die, zu denen ich so direkt greife, aber ihr möchtet ja auch gerne, dass ich einfach aus allen möglichen Preiskategorien auch Produkte ausprobiere. Deswegen schaue ich mich da auch gerne um und ja, teste für euch auch die Produkte, die ich natürlich in den Adventskalendern drin hatte. Etwas, was für mich dann natürlich immer den Wellness-Effekt überhaupt gibt, sind Masken. Und ich habe super wenig Tuchmasken diesen Monat aufgebraucht, ne? Weil ich halt sehr viele Ampullen verwendet habe. Die habe ich dann alternativ zu Tuchmasken verwendet. Und das sind, glaube ich, nur 4-5 Stück. Ja, normalerweise sind es deutlich mehr. Zuallererst habe ich hier eine Aloe Soothing Mask Pack Geschichte, die habe ich, nee, von Benton, genau. Die findet ihr auch, glaube ich, bei Purish und die hatte ich, glaube ich, von Yesdal aus dem Adventskalender. Mattiert, kühlt, pflegt, viel Serum, okay, ja, hat mir wohl ganz gut gefallen. Ich mag auch eigentlich Aloe Vera sehr, sehr gerne auf meiner Haut haben, weil das meine Haut auch wirklich beruhigt. Gerade im Sommer ist das eine ganz gute Geschichte, wenn du die vorher so in den Kühlschrank packst. Das mache ich jetzt im Winter nicht, aber im Sommer auf jeden Fall. Dann habe ich hier eine mit einem blöden Sitz gehabt, die
Dr. Traub Skin Returning Functional Hydrogel Maske mit Centella Asiatica, EGF, was auch immer das ist, Allantoin, Ubi, kann ich nicht lesen, Vitamin C von Dr. Traub. Also das hatte einen blöden Sitz, Nase zu lang, Stirn umgeklappt, Pflege ist aber okay, na immerhin. Tierversuchsfrei und so weiter und so fort und ganz viel Koreanisches, auch das war eine, die ich, ich glaube, auch von YesTime zugeschickt bekommen hatte. Jo. Also ich mag gerne koreanische Tuchmasken, weil die halt auch sehr feuchtigkeitsgetränkt sind, ne? Dann habe ich hier auch so eine koreanische von Baru Lab gehabt. Hyaluron Hydrating, ein veganes Produkt. Ultra dünn, ultra nass, mega geil, ne? Also sowas mag ich einfach am allerliebsten. Je mehr sich die Masken halt so an meine Haut schmiegen, desto glücklicher bin ich damit. Und dann habe ich zwei Masken aufgebraucht. Das sind auch für mich No-Brainer-Masken von Dalton. Da habe ich einmal hier die Face Care Clear Skin Blemish Sheet Mask. Die ist total witzig. Habe ich mit euch auch in meinem Abendroutine-Video nämlich verwendet. Da kommt die her. Die klärt, beruhigt und mattiert. Das ist wirklich ein schönes Hautbild, was man bekommt. Immer wenn ich halt meine Periode habe, meine Erdbeerwoche, habe ich hier so Rampampam. Und dann verwende ich sowas. Das tut meine Haut einfach gut. Das beruhigt und macht diese Gefühle, ihr kennt das, ne? Wenn halt da sich was entwickelt, dann spannt das und das drückt und das tut weh und das juckt und das ist unangenehm. Machst du eine Maske drüber und dann tut das alles besser. Und die ist auch relativ günstig, sag ich mal, ne? Also geht tatsächlich vollkommen klar. Auch da Beauty Claudi. Genauso wie auch bei meiner absoluten Lieblingsmaske. Da gönne ich mir jeden Monat wirklich mindestens eine von. Meistens dann in den Momenten, wo ich dann vor meinem Spiegelschrank stehe und mir denke, das ist gerade alles irgendwie blöd und meine Haut ist blöd und das gefällt mir alles nicht. Dann setze ich mir so eine Maske auf und dann freue ich mich. ja, das ist die Face Care Hydrolift Biozellulose Maske. Ich liebe sie, die saugt sich genauso wie die grüne Maske von Dalton halt am Gesicht fest. Es macht eine nachhaltig lange, schön durchfeuchtete Haut, die kannst du theoretisch dann auch nochmal zusammenfalten, hier unten mit reinmachen und dann mit dem Serum vermengen und dann kannst du die beim nächsten Tag halt wiederverwenden. Mache ich auch ab und an mal und ja, mega geiles Produkt, ich liebe sie. Ich liebe sie und ich bin sehr froh darüber, dass ich noch einige davon im Backup habe und wahrscheinlich niemals Angst haben muss, dass mir die Masken leer gehen, weil die, das ist so toll. Also ich mag die einfach sehr gerne, das ist tatsächlich so, ne? Eine Herzensangelegenheit. Aber ich habe auch super viele Crememasken. Hey, warum habe ich jetzt ölige Finger? Super viele Crememasken aufgebraucht, beziehungsweise in Anwendung. Ich mache das nämlich jetzt jeden Morgen so, dass ich zuallererst mit einem Waschi oder sowas mein Gesicht einmal kurz mit Wasser abwasche, ne? Und dann mache ich mir Augenpatches drauf und dann mache ich mir eine Gesichtsmaske drauf. Und zwar eine Pöttchenmaske. Und da habe ich in meinem Spiegelschrank für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag für jeden Tag eine andere Maske und habe das dann so zusammengestellt. Was mache ich dann? Vielleicht am selben Tag mache ich dann Peeling, mache ich einen Tag davor ein Peeling oder so, ne? Dass ich dann mir eine richtig schöne Routine erstellt habe. Ja, und das heißt, jeden Tag habe ich dann da eine andere Maske und nach werden die Pöttchen leer. Und wenn sie leer sind, landen sie hier. So zum Beispiel die Hey Honey Sweet Treat Wild Berry and Honey Yogurt Recovery Mask. Yo, die hatten wir mal irgendwo in einem Adventskalender drin. Und achso, ich lasse die Masken dann immer so lange drauf, wie ich meine Zähne putze. Und ich putze immer relativ lange meine Zähne, deswegen passt das auch immer mit diesen 15 bis 20 Minuten, ne? Voll klasse. Die fand ich okay pflegend. Ich habe dadurch jetzt keine neue Haut bekommen, aber ich fand die halt, wie gesagt, okay. Die Konsistenz war auch so sehr, sehr aufgeschlagen, sehr interessant. Und ja, mochte ich eigentlich ganz gerne leiden. Ne? Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nachkaufen, aber ist eine schöne Geschichte. Ja. Dann habe ich hier von Yves Rocher eine Purifier, also quasi eine reinigende Gesichtsmaske drin gehabt, die war im Adventskalender, glaube ich. Das ist eine erfrischende und mattierende Geschichte. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir die nachkaufen würde. Ist so eine klare Geschichte gewesen und die hat mir gut gefallen. Die musst du auch nur so 10 Minuten drauf lassen, steht hier drauf. Ne? Also mir hat es gefallen, kann ich euch empfehlen. War ein sehr erfrischendes Gefühl. Also das mag ich auch mal ganz gerne. Oh, hier habe ich was ganz Teures auch mal irgendwo in der Box drin gehabt von Jean de Guy. Wie heißt du denn überhaupt? Sample Not For Sale ist nicht deine Bezeichnung. Eine Hibiscus Smoothing Mask, genau. Aromakologie. Hat zweimal gereicht, hat sehr, sehr intensiv geduftet. Aber die Pflege fand ich gut. Also die, es ist eine sehr stark beduftete Geschichte, ne? War halt eine kleine süße Pöttchenmaske. Fand ich nicht süß, wirklich süß. 5 ml ist da drin, aber ja, der Duft ist, den muss man wirklich mögen.
ist sehr intensiv blumig, aber ich fand es okay jetzt so, ne? Für mal auf der Haut fand ich es in Ordnung, aber ja, wäre jetzt für mich kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier etwas leer gemacht, das habe ich vor Ewigkeiten mal von Yesterday mir bestellt. I Do Care Cake My Day Hydrating Sprinkle Wash Off Mask. Die ist witzig, die ist fancy, die ist süß, die ist cool auf der Haut und so und die pflegt auch wohl. Aber Leute, warum zur Hölle sind hier diese Mikroplastikkügelchen drin? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn, außer von der Optik her, von diesen Plastikpartikeln nicht. Die sind nämlich nicht irgendwie aufgeplatzt, sodass da dann eine Pflege rausgekommen wäre. Die waren einfach nur da und ich sah aus wie so eine Tortenverzierung, ne? Wie gesagt, ist witzig, aber das fand ich irgendwie, also wäre das halt nur diese weiße Geschichte, die halt auch so angenehm geduftet hat, ne? Nach so einem Geburtstagskuchen wäre das cool gewesen, aber mit diesen Pünktchen drin, das hätte echt nicht sein müssen. So, und jetzt trinken wir uns alle noch einen Schluck, denn jetzt kommen wir gleich zu dekorativen Kosmetik und ich bin echt verblüfft, wie viel da leer geworden ist. Auch dieses Jahr wird übrigens die dekorative Kosmetik wieder gesammelt, sodass ich die euch am Ende des Jahres zeigen kann, ne? Auch was ich dann so aufgebraucht habe und wehrtechnisch und so, das habe ich euch dann ja auch alles dann letztes Jahr, Anfang diesen Jahres eingeblendet und so, fand ich selber total aufregend. Und Formate, die ich gerne bei anderen gucke, versuche ich dann natürlich auch selber bei mir zu machen. Macht Sinn, ne? So, heute leer gegangen ist ein Puder. Wow, oder? Hier ist nur ein kleines, aber trotzdem. Das ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Blah Powder in der Farbe 1Fair. Es gibt einen mega geilen Dupe dazu. Und zwar dieses Poreless von Catrice ist das, glaube ich, habe ich auch da. Und also wirklich 1A ist richtig klasse. Ich finde, dieses Puder finde ich toll. Echt nicht mehr schön aus. Das ist halt immer zum Abpudern gewesen, ne? Den Spiegel konnte man irgendwann nicht mehr sehen. Sollte ich vielleicht mal... sehr schmierig aus. Auf jeden Fall habe ich einen Puder leer gemacht. Ja, spektakulär. Ja, ne? Kann ich empfehlen. Ist ein ganz, ganz tolles, wirklich zurecht gehyptes Produkt. Lässt so ein bisschen das Hautbild schöner erscheinen. Ich finde es auch toll, ne? Also heute habe ich es, wie gesagt, ja auch drauf. Und ich finde, das sieht wirklich toll aus. Tipptopp. Etwas für die Lippen habe ich leer gemacht und zwar von Catrice Clean ID, das Lip Protecting Serum oder Protecting Lip Serum. Ja, das fand ich auch ganz schön, das habe ich verwendet, nachdem ich so meine cremigen Texturen aufgetragen habe im Gesicht. Habe ich das so als letzten Schritt aufgetragen und dann kommen wir gleich zu noch so einem Setting Spray drüber. Aber ja, um halt während des Schminkens auch so eine Lippenpflege zu haben, gleichzeitig ist sowas auch immer ganz praktisch, weil du ja so ein bisschen Foundation Lips wahrscheinlich hast, wenn du deine Foundation eingeblendet hast. Kriegt man damit dann natürlich ja auch super weg, ne? Ein weiteres Lippenprodukt ist leer gegangen. Das wollte ich nämlich heute erst drauf machen, aber ich mag es nicht. Gestern habe ich noch einmal, dass ich da drüber gegangen bin mit meinen Lippen, aber ich mag es nicht, wenn ich da so Plastik habe. Klar könnte man das mit einem Pinsel machen und so, ne? Nee, mag ich nicht. Ist jetzt für mich aufgebraucht von Givenchy, hatte ich mal von Miss Curly Jen in unserem ersten Tauschpaket, glaube ich, drin. Rouge Interdit Vinyl Lipstick in der Farbe 04. 1,3 Gramm waren hier drin. Ich mochte den wirklich gerne leiden, weil das auch wieder, sind wir wieder beim Thema, ein No-Brainer war. Das heißt, da musste ich nicht groß drüber nachdenken, was habe ich für einen Augenlook drauf, was habe ich für ein Make-up oder so. Habe ich einfach drauf gemacht, hatte einen ganz leichten rosa Touch mit drin, aber war sehr, sehr nudig. Und ich wurde bei dem super häufig gefragt, Claudia, was hast du auf deinen Lippen? Den hier, der war echt klasse. Mensch, aber sauteuer. Dann habe ich etwas leer gemacht und zwar mal wieder mein Grande Lash MD Lash Enhancing Serum. Gibt es endlich wieder bei Purish. Claudis Welt 15, 15% Rabatt, wisst ihr Bescheid. Mein Wimpernserum. Und ich möchte auch kein anderes mehr verwenden, solange ich quasi hormonbesetzte Sachen verwenden kann. Also solange ich nicht schwanger bin, solange ich nicht stille oder sonst irgendwas, werde ich das immer wieder verwenden. Ist so. Anhand meiner Aufgebrauch-Videos werdet ihr dann auch erkennen, ob ich schwanger bin oder nicht. Toll. Jetzt habe ich mich aber hart in die Kacke geritten hier. Aber egal. Auf jeden Fall ist das jetzt halt leer gegangen. Ich finde es super. Das hat aus meinen Wimpern wirklich so viel rausgeholt. Das Grande Lash und das Grande Brow kann ich euch wärmstens empfehlen. Das sind halt Produkte, die Wachstumsphase der Härchen verlängern. Also sie hindern die Wimpern und die Augenbrauen nicht davor, sie hindern nicht daran, genau, abzubrechen. Da verwende ich dann gerne noch ein Rizinusöl zum Beispiel in den Längen. Aber an dem Ansatz gebe ich mir das wie ein Eyeliner halt so auf, ne? Und wie gesagt, das verlängert die Wimpern enorm. Wenn ich so an meine Anfänge von YouTube auch zurückdenke und mir da auch meine ersten Schminkvideos angucke und da dann auch sehe, wie ich Mascara aufgetragen habe, sehe ich ja auch,
wie meine Wimpern damals ausgesehen haben. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, Wimpernseren zu verwenden, habe erst das von Isana verwendet, dann hatte ich auch das von Je Lory Lash. Ich hatte super viele unterschiedliche, aber letztendlich hatte auch das von Revita Lash und so, ne? Aber letztendlich bin ich auf dem hier hängen geblieben, weil das hat wirklich so einen Boom gemacht. Ist krass, ich finde es genial. Kann es euch wirklich immer wieder wärmstens empfehlen. Es ist teuer, ich weiß, aber dafür hält es euch wirklich lange. Also einige Monate hält es euch, 3 Monate oder so. Und es macht halt immer wieder Wusch in die Wimpern. Also bei mir, ne? Ich verwende das jeden Abend und kann das auch einfach empfehlen. Ich finde es geil. Dann habe ich ein Parfum leer gemacht, aber das ist nur eine Probe. Das Revolutionary Eau de Parfum, ja, das war halt nur so eine kleine Geschichte, die stand hier auf meinem Tisch. Das riecht unfassbar gut, aber der hält nicht lange. Also wenn ich das jetzt so drauf mache, ne, das Parfum, das hält vielleicht 1 Stunde, 1,5 und dann müsste ich theoretisch nachsprühen. Das finde ich schade und ich glaube, das ist auch nur ein, ja, Eau de Toilette, ne, und die haben auch kein Eau de Parfum. Ich hatte letztens bei Revolution auf der Homepage geguckt und auch bei Cosmetic for Less, wo ich übrigens auch einen Code habe, ne. Mit Claudi15 könnt ihr nämlich bei Cosmetic for Less 15% sparen, läuft. Ich habe eigentlich gefühlt für alle Sachen irgendwie, ne, wo ich auch wirklich viel dann auch selber von konsumiere, irgendwann angefangen dann auch mit den Leuten zu sprechen, so, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Oder die haben mich angesprochen. Deswegen habe ich auch gefühlt so viele Rabattcodes und so viele Kooperationen, weil ich einfach selber dort immer Kunde war und dann irgendwann hat sich daraus eine Beziehung halt ergeben, ne, das ist eben das Ding, deswegen erscheint einem das vielleicht ein bisschen verrückt. Egal, auf jeden Fall habe ich da halt auf der Homepage geschaut und gesehen, gibt es nur als Eau de Toilette. Als Eau de Parfum wäre es wahrscheinlich ein bisschen cooler. Dann habe ich 2 Augenstifte leer gemacht. Das ist einmal mein Lieblings Ayeko Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash. Das hat halt vorne so eine Pinselspitze. Das ist kein Schwämmchen, aber es ist auch kein Dipfie. Das ist, ich krieg's nicht mehr auf. Schön. Ne? Es ist einfach eine Pinselspitze und damit kann ich super malen. Ich habe jetzt aber einen guten Dupe gefunden und zwar war in der Box Cosmetic for Less mit Like a Daisy in Spring dieser LA Girl Jet Setter Liquid Eyeliner drin und Leute, der macht dem hart Konkurrenz und ist deutlich günstiger. Also ich glaube, er wurde vom Thron gestürzt. Ist das mal passiert, ne? Ich glaube, ich habe den seit Jahren in meinen Favoriten immer wieder drin. Und der hier hat mich enttäuscht. Den habe ich rausgekramt, als ich mit Sarah Isabel, also ne, als wir unser ungeschönt Video gemacht haben, den Microtip Graphic Eyeliner von Catrice Waterproof. Und dann habe ich den dort aufgetragen, habe den dann auch ein paar Mal danach aufgetragen, weil hatte ich dann halt einfach auf meinem Schminktisch liegen und dann ist er irgendwann ausgetrocknet. Genau das, was sie gesagt hat. Er ist einfach ausgetrocknet. Super schnell, das fand ich extrem kacke. So, eine Mascara hat sich hier auch noch reingeschlichen und zwar von NARS, die Climax Mascara. Da war jetzt nicht super viel drin, 1,8 Gramm hat man auch gemerkt, die war ruckzuck leer. Ist super schnell dann klumpig geworden und so, aber anfangs hast du so geil, die sah so schön aus, hat ein dickes Kunstfaserbürstchen, mochte ich gerne leiden, kann ich empfehlen, aber wie gesagt, war halt super schnell leer, da war ich sehr enttäuscht von, aber sie war gut. Dann habe ich noch ein bisschen was für meine Pinsel zum Waschen verwendet, das ist einmal hier auch aus dem Junglook Adventskalender das Shampoo, das beste Shampoo gewesen, habe ich für meine Pinsel genommen, die halt keine also die halt echt Haarpinsel sind, ne? Habe ich ja so ein paar Pinsels jetzt von Zu Eva, von Letizia Lehmark und jo, dafür war es halt okay. Aber ich muss gestehen, dass ich das Shampoo an und für sich doof fand, weil das nicht so wirklich geschäumt hat, das hat nicht wirklich irgendwas gemacht. Und feste Shampoos verwende ich eh nicht so gerne, weil das meine Kopfhaut austrocknet und das vertrage ich nicht so gut. Deswegen, Das hier habe ich jetzt hier aktuell an meinem Seifengedönsen dran. Das ist von Königskotten, hatte ich irgendwo im Adventskalender drin. Da habe ich drauf geschrieben, die mit dem Stern. Ja, da waren tatsächlich auch so richtig Zimtsterne oder was auch immer, war da richtig so reingedrückt. Nicht Zimtsterne, das ist Tinnef. Wie heißt das denn? Diese Gewürzviecher, Gewürzsterne. Nelke? Ist das Nelke? Ich glaube schon. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen witzig. Aber gut, ja, habe ich dann rausgepult und dann halt normal für die Pinsel verwendet, weil ich brauche keine Nelke in meinen Pinseln drin. Dafür ist sie aber sehr gut und ich finde die auch sehr schön schäumend. Das mag ich gerne leiden. Ein Schwämmchen durfte ich mich jetzt verlassen. Das ist jetzt sehr, sehr hart geworden. Ich packe meine Schwämmchen, also die wasche ich einmal mit der Hand kurz aus und dann kommen sie in mein Wäschenetz und dann kommen die in die Waschmaschine. Das ist jetzt von She Glam 1. Ich glaube, das habe ich
ein Jahr, anderthalb Jahre gehabt. Normalerweise sollst du Schwämmchen ja häufiger auswechseln, ne? Aber ich wasche die ja immer schön in der Waschmaschine und die werden immer schön gereinigt und so. Da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so den Kopf drum. Aber wenn die halt so hart werden und die eigentlich relativ spitzen Kanten dann rund werden und das Ding halt irgendwann Risse bekommt, das ist für mich so der Zeitpunkt, wo ich sage, alles klar, du darfst jetzt gehen. Und das ist bei dem jetzt der Fall. Kann ich aber sehr empfehlen, das war eine gute Qualität. Dann habe ich einige Setting- und Fixing-Sprays aufgebraucht, aber ich verwende auch Sprays tatsächlich, um meine Schwämmchen anzufeuchten. Und nachdem ich meine cremigen Produkte aufgetragen habe, damit diese ganzen cremigen Geschichten einfach irgendwie flawlesser aussehen, Gott, was war das für ein Wort, da habe ich hier von Catrice das Multipurpose Make-up Fixing Spray verwendet mit Kokosnusswasser. Und weil es ein Stinky war, habe ich das für die Schwämme verwendet tatsächlich. Ja, aber ich möchte es halt nicht wegtun, ne? Was soll das, ne? Dann verwende ich es halt für die Schwämme. Ja. Habe ich dafür verwendet. Dann habe ich hier von Glossybox Skincare, auch das eine ganz tolle Geschichte, das habe ich als Setting Spray über meinen cremigen Texturen verwendet. Das fand ich gut, das hatte einen richtig tollen Sprühstoß. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ich das aufbewahre, um da halt andere Sachen reinzufüllen, weil der Sprühkopf war so geil. Das war so ein ganz feiner Nebel, der da rauskam. 1A, kann ich euch mega empfehlen. Dann habe ich hier auch wieder, ne, nach den cremigen Texturen das Balea Wasserspray verwendet. Da habe ich jetzt gehört, dass einige der letzten Chargen oder so irgendwie mit Bakterien verseucht sein sollen. Das hier war jetzt so Ewigkeiten bei mir in der Schublade. Ich glaube nicht, dass es davon betroffen war. Und hier steht auch drauf, dass es auch zur Make-up-Fixierung geeignet ist. Das ist halt auch dieser Klassiker, den viele auch immer wieder in die Kamera halten, ne? Und ja, finde ich ganz schön. Nicht nur, wenn du das im Sommer verwendest und hier am Schminktisch sitzt und zerfließt, weil du gerade eine Weihnachtsmütze aufhast und einen Adventskalender auspackst, ne, dass die Beine dann auch ein bisschen befeuchtet werden, sondern halt auch als Gesichtsspray. Auch das hat einen mega geilen Sprühstoß. Glam Glow, der Glow Setter. Das ist auch so ein ganz klassisches Produkt, was man, glaube ich, auch schon länger und öfter mal gesehen hat. Ganz toller Sprühstoß, ganz tolle Geschichte. Das habe ich mir dann über den pudrigen Texturen, also vor der Mascara, aufgetragen. Mega. Gefällt mir. Habe ich heute auch den letzten Rest vom Schützenfest verwendet und ich muss sagen, ja, das, was ich heute sehe im Spiegel, gefällt mir tatsächlich und nicht nur in der Kamera, wo alles ein bisschen weicher und flawlesser aussieht, sondern halt auch im realen Spiegel vor meiner Nase, ne? Genau, das waren jetzt die dekorativen Kosmetikgeschichten und ja, dann kommen wir gleich zum Körper. Da ist gar nicht so super viel leer gegangen. Und später kommen wir auch nochmal zu einer ganz, ganz kleinen Fail-Geschichte, zu einer Explosion, die ich verursacht habe. Oh mein Gott. Okay, also, ich habe ein Deo leer gemacht, und zwar von Juniper Lane, das Wonderleaf Deo. Natürlich frisch. Nee. Das macht einfach nichts. Das ist eigentlich nur dafür da, damit du so ein bisschen duftest. Ein bisschen frisch. Kannst du als Kissenspray vielleicht verwenden, aber als Deo kann ich das nicht empfehlen, weil das einfach keine Schutzwirkung hat. Kriege ich das jetzt hier aufgedreht? Ich will den Müll trennen. Kriege ich nicht aufgedreht. Dann kann halt nur der Deckel. Tschüss. Kann ich nicht empfehlen. Von Isana habe ich das Coffee and Mango Douche Peeling leer gemacht. Oh mein Gott. Anwendung: dreckig, brennt, reizend, Mango stinkt. Ne? Das ist schon mal nicht so positiv. Ergebnis: weiche Haut. Na, immerhin. Aber es war wirklich super unangenehm. Ich habe das auf meiner, also es ist ja wirklich ohne Öl, also nicht mit viel Öl, sondern halt wirklich super pulverig, das Duschpeeling hier gewesen, ne? War im Adventskalender. Und dann habe ich das auf die Haut gegeben, meine Haut hat gejuckt wie Sau. Und ich glaube, das ist ja auch mit Salz, ne? Duschpeeling, exotischer, weiß ich nicht. Irgendwo hier, mit natürlichem Meersalz und Kaffeepulver, ja. Das war ganz, ganz unangenehm. Also du hast dich so dreckig gefühlt, dass du das ganz schnell abduschen wolltest. Würde ich nicht nachkaufen und ich mag auch nicht so gerne diese Geschichten, die halt so sind, dass ich mich dreckig fühle. Ne? Dann habe ich, um mich nicht mehr dreckig fühlen zu müssen, eine Cremedusche von Kneipp leer gemacht. Was ist das? Hautzarte Verwöhnung mit Mandelöl und Mandelmilch. Die mochte ich ganz gerne. Da habe ich ganz dick Nom hier hinten drauf geschrieben. Mochte ich wohl sehr gerne leiden. Die war, glaube ich, auch im Adventskalender drin. Und es wurde mir gesagt, dass ich auch die Produkte mal so ein bisschen zeigen sollte, wie sie wirklich leer aussehen. Weil ansonsten wird man mir nicht glauben, dass ich die Produkte leere. Also, hä? Manche Sachen sind immer so merkwürdig, dass ich den Kommentar lese und mir denke, hä? Was? Als ob ich hier einfach eine volle Packung hinhalte, um was darüber erzählen zu können. Aber egal, das fand ich ziemlich funny. Deswegen habe ich manche Verpackung hier einfach mal mutwillig zerstört. Aber gut, ne?
War auf jeden Fall eine gute Geschichte, die ich empfehlen kann und nachkaufen würde. Das hier fand ich auch ganz nice. Das war von Douglas Home Spa mit Rose und Arganöl. Das Comforting Body Scrub, das mochte ich gerne leiden. Ich mag auch gerne die Douglas-Geschichten, ne? Roch sehr, sehr geil. Ich mag Rose ja gerne. Hatte auch grobe Peeling-Partikel drin und so. Ich weiß nicht. Sollen das, also die, seht ihr die Partikel hier, ne? Auch diese dunklen Stückes. Ich glaube, das soll halt auch wirklich irgendwas Natürliches darstellen. Weiß ich jetzt nicht 100%. Ich lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Ich fand es auf jeden Fall angenehm und ich würde es nachkaufen und kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ja, nachdem wir jetzt den Körper gereinigt haben, können wir zur Körperpflege übergehen. Da bin ich ja ein bisschen weird, das wisst ihr. Und ja. Wer sich übrigens fragt, was ich auf meinen Lippen trage, das ist hier von Tom Ford. Den hatte ich auch mal irgendwo in einem Adventskalender oder so drin. Der Ultra Rich Lip Color Color Rouge à Lèvres Confort in der Farbe 03 Le Mépris. Das ist halt wirklich eine krasse Farbe, aber ich finde den geil. Okay, so. Körperpflege, ja. Handcreme habe ich leer gemacht von Bloom and Blossom. Das war mal auch irgendwo in der Box mit drin. Hands Up Age Defying Hand Cream. Zitronenduft fand ich doof. Pflege fand ich top. Habe ich abends am Bett stehen gehabt und verwendet, ne? Konnte man auf jeden Fall gut haben. Aber ich habe halt, ist mit Niacinamid auch interessant. Ne? Handcreme und dann schlafe ich so und dann rieche ich meine Hand und ich mag nicht so gerne zitrische Düfte. Ich bin da ein kleiner Freak, aber das darf ich sein, das ist mein Leben. Dann habe ich etwas leer gemacht, das habe ich, das ist eigentlich ein Face Oil, aber ich habe das halt zweckentfremdet. The Ritual of Namaste Restoring Face Oil habe ich eigentlich hauptsächlich verwendet für meine Oberschenkel, aber dann sind zwischenzeitlich andere Öle und so leer gegangen, dann habe ich das irgendwann für meine Oberschenkel und für meine Mumu und für meine Hubis genommen. Mochte ich aber ganz gerne leiden. Dass es ein Face Oil sein sollte, hatte ich irgendwie vergessen. Und es war halt bei meinen Körperpflegegeschichten drin. Aber ich zweckentfremde halt auch ganz gerne Gesichtsöle für meine besonderen Stellen am Körper, die halt einfach eine bestimmte Pflege brauchen. Und das fand ich top. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich habe irgendwie viel Glas und wenig Plastik und so aktuell als Müll. Das mag ich gerne, ne? Dann habe ich etwas aufgebraucht von Laboratories Filorga Age Purify Fluid Double Correction. Ja, mochte ich nicht so gerne im Gesicht, deswegen ist es runtergewandert. Das habe ich für die Hubis verwendet und da war es ganz gut. Interessant fand ich halt nur, dass es irgendwie grün war. Also es sollte halt ja auch wirklich Color Correcting sein. Aber es hat meine Hubis nicht verfärbt, also da keine Sorge. Dann habe ich hier von Pai etwas aufgebraucht, The Light Fantastic Ceramide Face Oil. Das mag ich einfach vom Duft nicht so gerne, deswegen ist es direkt mal ein bisschen weitergewandert. Gut für die Mumu, sonst ist es halt ein Stinky, habe ich mir draufgeschrieben. Ist, glaube ich, auch ein relativ natürliches Produkt, deswegen ist das immer so eine Sache. Aber auch dieses Rosehip Oil und so von Pai, das verwende ich halt gerne für andere Etagen in meinem Körper, aber halt nicht fürs Gesicht. Und ja, in meinem Abendroutine-Video habe ich euch ja auch ausgiebig über meine Körperpflegeroutine berichtet. Da bin ich ja echt freaky. Ihr merkt es ja auch anhand der Fülle an Produkten, die ich ja aufbrauche. Ne? Dann habe ich für meine Oberschenkelinnenseiten oder Oberschenkel komplett von Knie bis Poppes das B-Oil Hautpflegeöl verwendet. Das fand ich toll. Wirklich, also das hat mir sehr gut gefallen. Das ist wirklich so eine Art Trockenöl, was ich mir auch im Sommer sehr gut vorstellen kann zu verwenden, weil das wirklich, wirklich schnell auch eingezogen ist und nicht so nachgefettet hat oder so. Mochte ich gerne leiden, kann ich sehr empfehlen, gibt es ja auch in größeren Verpackungen. Der ganze Körper durfte gepflegt werden. Das habe ich mir eigentlich auch erst als Serum gedacht, aber das war so dickflüssig. Glossybox Skincare Night Serum, das ist wie eine Lotion tatsächlich. Und dann habe ich das halt als Body Lotion verwendet und dafür war das klasse, ne? Ja, manchmal muss man Produkte zweckentfremden, das fand ich dann auch vollkommen in Ordnung von mir. Cruelty-free und vegan sind die Glossybox Skincare-Produkte übrigens auch und das finde ich auch nett. Dann habe ich was aus meinem The Body Shop Adventskalender aufgebraucht. Das macht ja jetzt auch Sinn mit meiner trockenen Haut. Und zwar die Body Lotion Shea mit wirklich für sehr, sehr trockene Haut geeignet. Ich fand das aber ganz angenehm. Die ist nämlich sehr gut eingezogen, pflegt sehr samtig die Haut und ich fand die mega, wirklich. Also, ne, habt ihr dann wahrscheinlich auch genau zum passenden Zeitpunkt verwendet und die ist jetzt ratzeputze leer. Lira geht kaum. Dann habe ich was für die Füße verwendet. Da habe ich einmal hier etwas zusammengefaltet. Das ist von Gewohl. Das ist die Gewohl Med Lipidro Creme. Die hier, die habe ich in einem Trash- oder Tauschpaket drin gehabt. Die mochte ich gerne leiden. Das ist halt vom Duft her nicht ganz so mega nice oder so. Aber sie hat halt gepflegt. Und das finde ich immer wichtig bei Fußpflegeprodukten, weil ich jeden Abend auch meine Füße wirklich pflegen möchte und denen was Gutes tun möchte, weil sie mich ja immer wieder durchs Leben tragen. Ne? Genau, deswegen fand ich gut, kann ich empfehlen. Und dann habe ich eine Fußmaske leer gemacht von Beauty Pro. Die Food Therapy Collagen Infused Booty Collagen, Sweet Almond und Peppermint.
Die fand ich doof. Die fand ich echt doof, weil das hat nasse Socken gemacht, weil du hast hier vorne diese perforierte Spitze, die man ja theoretisch ablösen kann, wenn man laufen will, habe ich nicht ganz verstanden, aber durch diese Sollbruchstelle ist, weil ich mir Socken halt drüber gezogen habe, mein ganzer Socken nass geworden. Das fand ich blöd. Ja. Und kein Klebi habe ich auch aufgeschrieben, genau. Du hattest hier oben kein Klebi, um das irgendwie zusammenzukleben, aber ich ziehe mir ja eh immer Socken drüber. Die Pflege fand ich gut, ohne Schmiere. Aber halt, wie gesagt, der Socken ist nass geworden. Und ich verwende sowas halt gerne, nachdem ich dann geduscht habe und dann weiß, alles klar, ich möchte heute eine Fußmaske verwenden, ziehe ich mir dann direkt diese Fußmaske an und dann kann ich mich ja andere Maske drauf machen oder Ampulle und dann eincremen und rampapam, tüdelü, ne? Jo. Ich glaube, die gibt es Beauty Pro bei Beauty Bay? Ich glaube schon, ne? Da müsste es die eigentlich geben. Oder Action? Weiß ich nicht. Okay. So, jetzt kommen wir zur Kategorie Duft und ich starte einfach mal mit der kleinen, aber sehr feinen Explosion, die ich verursacht habe. Ich habe euch letztens ein Action Haul hochgeladen und habe euch erzählt, wie tolle neue Kerzen ich so gekauft habe. Diese Kerze stand neben unserem Fernseher und dann war ich gerade mit Sammy und meinem Freund draußen und dann hat es Pock gemacht und Sammy hat sich erschrocken und wir haben uns gedacht, hä, was war das, was da runtergefallen? Dann sind wir ins Haus und haben gesucht und haben nichts gefunden, haben uns wieder auf die Couch geflätzt und haben gesehen, oh, guck mal, die Kerze ist kaputt. Mhm. Denn der Docht, der hier drin ist, hatte sich irgendwie an die Seite gelegt, frag mich nicht, ne, ich war es ja nicht, und da ist ja diese Quaste, die hing da draußen irgendwie ab, ne, und die hat dann irgendwie auch angefangen zu fackeln und dann hat es Pock gemacht. Und dann ist das Glas hier aufgesprungen und dann ist hier diese eine Ecke rausgehauen worden. Ich glaube, hier sieht man das jetzt besser. Guck mal, unten, ne, da ist nämlich noch ein Docht zu sehen, zweiter Docht. Den seht ihr doch jetzt, ne? Ganz verrückt. Und das hat wohl das Glas zum Platzen gebracht. War relativ angsteinflößend, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen bin ich jetzt, was Actionkerzen angeht, etwas verhalten. Denn die sind immer so schön günstig. Und ich denke mir immer, ach cool, ja, nimmst du mal mit, sieht ganz hübsch aus. Fand ich ja auch sehr dekorativ und so, ne? Aber wenn das Ding macht, dass es auf einmal abfliegt und ich Angst haben muss, wenn ich auf der Couch liege und diesen Kerzenschein genießen möchte, von einem Stück Glas getroffen zu werden, denkst du dann nochmal fünfmal drüber nach, ne? Ja. Deswegen, also man fragt sich ja immer, weswegen das Ganze immer so günstig ist, ne? Explosionsgefahr, Leute. Dann hatte ich hier etwas, wo habe ich das her? Auch von Action? Oder habe ich das bei DM oder Rossmann gekauft? Von Ipuro Essentials Reggae Summer, das hier. Das hatte ich bei meinem Freund in seinem Büro, / was ist das für ein Zimmer? Da steht auch ein Laufband drin, wo er drauf geht, ne? Er hat mir nur gesagt, Claudia, das nächste Mal, wenn du da einen Duft reinstellst, ne, kannst du da einen anderen nehmen oder gar keinen? Er mochte den überhaupt nicht. Das ist so ein wundervoller Mann. Ja, hat er mir durch die Blume mitgeteilt, dass er eigentlich keine Düfte da mehr drin haben möchte. Und ich habe mir eigentlich nur gedacht, naja, es riecht da manchmal echt wie im Affenkäfig. Deswegen habe ich da Düfte reingestellt. Das sollte ich mal nicht mehr machen, ne? Also, ist nicht so gut angekommen. Ja, riecht auch sehr nach Sandelholz, ne? Ich mag's. Aber eher offensichtlich nicht. Dann habe ich noch einen Duft für mein Bett verwendet und zwar Aloha Senses Sternenstaub, Lavendel und Weißtanne. Das hatte ich auch in einem Adventskalender drin. Den fand ich zu schwach. Da bin ich persönlich eher Fan von dem Deep Sleep Pillow Spray von This Works oder von Rituals. Da gibt es ja auch ein alternatives. Und das ist Holz, Restmüll und das ist Plastik. Genau. Mülltrennung, Leute, Mülltrennung. Die Frau ist ein kleiner Freak. Genau, hier sind wir auch bei Rituals. Nicht jeder Rituals-Duft ist etwas, was mir gefällt. Ich liebe Rituals auf Sakura, aber den Rituals auf Sakura Raumduft finde ich furchtbar. Das riecht nach eingeschlafenen Füßern. Eigentlich mein Lieblingsduft bei Rituals, aber wie gesagt, der Raumduft ist überhaupt nicht meine Welt. Hatte ich erst im Flur verwendet und hier in der Küche auch. Und da habe ich immer gedacht, bah, was stinkt hier so? Ja, bah, mochte ich nicht. Dann habe ich Düfte leer gemacht, also Duftwachse von Miss Curly Wax. Also Miss Curly Wax ist die Duftküche von Miss Curly Jen. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Und da habe ich ja vor einiger Zeit schon geshoppt. Und sie packt auch immer wieder in Treasurosaurus so kleine Pröbchen mit rein, dass wir uns mal durchschnuppern können. Da habe ich einmal hier Dorothy's Shoes. Der ist aktuell bei uns in der Küche drin. Und der riecht unfassbar gut. Den mag ich gerne leiden. Der ist nicht zu aufdringlich. Der ist so... mag ich. Wie so ein angenehmes Parfum, aber mit einem Hauch Frische dabei, mit einem Hauch Süße dabei. Also das ist ein ganz, ganz toller Duft. Mochte ich sehr oder mag ich immer noch sehr, sehr gerne leiden.
Dann habe ich jetzt Spring Awakening, den habe ich bei unserem Gästebad in einem Melt-Warmer mit einem Teelicht drin. Alto Belly, der ist intensiv und der qualmt auch so ein bisschen. Huch, ich glaube, das liegt an unserem Melt-Warmer. Und den hatte ich irgendwie ein paar Minuten an und dann habe ich die Kerze direkt ausgepustet, weil es war so eine krasse Duftentwicklung. Aber den mag ich gern. Also toller Duft, kann ich sehr empfehlen. Und Rose Valley hatte ich hier auch noch in ganz groß tatsächlich zwei Stück drin. Die sind jetzt beide leer geworden. Den mochte ich auch ganz gerne leiden. Ich mag ja gerne diese Rosendüfte. Auch der war sehr intensiv. Da muss man zusehen, dass man den vielleicht so in verschiedenen, also in großen Räumen verwendet, weil der wirklich sehr intensiv riecht. Aber mochte ich gerne leiden. Dann habe ich jetzt noch so ein bisschen dies, das Ananas, also den oder den Rest vom Schützenfest. Kann man das, ja. Habe ich für Sammy nämlich hier von Ebeling diese Massage-Peeling-Handschuhe gekauft, um einmal durch seinen Fell so zu massieren. Das hatte ich auch in dem DM-Haul erzählt und er fand das geil. Also er fand es wirklich angenehm, er hat es richtig genossen. Das Problem ist, du elektrisierst deinen Hund und dich selbst damit mega. Also schön irgendwas Holziges daneben packen und dich dann immer wieder entladen, ne? Weil ansonsten, wenn der Freund kommt und dir einen Knutschi geben möchte, dann macht es immer zzt. Kommt nicht so gut. Also von daher, das so als kleiner Tipp am Rande. Ne? Ja, aber es war schön und die sind halt in der Wäsche und dann werden die immer wieder verwendet. Die finde ich klasse. Waterdrop Boost, das sind so mit meine liebsten Waterdrop-Viecher, kann ich euch sehr empfehlen. Gibt es bei Rossmann zu kaufen, habe ich aber leider keine Kooperation mehr mit und kaufe ich mir gerne immer wieder welche nach. Mag ich. Auch etwas, was immer wieder nachgekauft wird, ist von Denkmit, die Allzweck-Feuchttücher. Das hier ist jetzt einfach nur exemplarisch eins von vielen Verpackungsviechern davon. Und die liegen bei uns immer und überall rum, sodass man halt mal eben schnell irgendwo drüber wischen kann. Finde ich einfach praktisch und jo. Deswegen haben wir die auch. Natürlich haben wir auch einen nassen Lappen, den man nehmen kann. Ne? Aber das ist einfacher manchmal. Ja, dann habe ich hier von Dr. Beckmann den Geruchsentferner. Ey. Den hatte ich mal irgendwann bei irgendwem in irgendeinem Video gesehen. Und dann seitdem verwende ich den für Sammys Wäsche und es ist ein Traum, Leute. Es stinkt nicht mehr nach nassem Hund, wenn ich die Wäsche rausnehme. Mega. Und finde ich klasse, finde ich gut. Werde ich immer wieder nachkaufen. Kannst du natürlich auch für Sportwäsche oder so verwenden, aber für Sammys Wäsche sowieso. Procodent extra weiß Mundspülung verwende ich jeden Morgen, finde ich klasse und auch immer mal wieder so zwischendurch, wenn ich Pappmaul habe. Jetzt zum Beispiel werde ich gleich nach dem Video mir erstmal den Mund mit einer Mundspülung auswaschen. Ne? Finde ich gut, mag ich gerne leiden, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ja auch 79 Cent oder was das kostet, kann man sich das gönnen. Ne? Dann habe ich eine kleine Frage, kurz vor Schluss. Ideal of Sweden habe ich mir Sachen gekauft gehabt und hattet ihr das auch, dass dieses Prömpelvieh so nach einem halben Jahr einfach nicht mehr so hält, sondern immer wieder wegknickt? Finde ich sehr, sehr schade, denn eigentlich ist es ja mit Magnet und eigentlich total praktisch und so. Aber von jetzt auf gleich war das auf einmal, dass dieses Vieh hier nicht mehr so richtig funktioniert hat. Oder kennt ihr eine Methode, um das irgendwie zu reparieren? Ich weiß es nicht, weil irgendwas muss da ja kaputt gegangen sein. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und das letzte Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist leider ein Flop, denn von Yesa die Slip-Einlagen Active Shape sind leider nicht so in der Ultra Active Shape. Also es ist besser als die Nature-Viecher, definitiv, aber sie verrutschen trotzdem. Muss ich leider gestehen, ja, vielleicht, falls euch das als kleine Review interessiert hat. Das war es jetzt hier. Ne? Ganz schön viel leer gegangen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und euch das reingezogen habt. Mein Respekt. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!